Ja, und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu, ja, Let's Play Minecraft, wenn man dazu sagen kann. Ich werde hier ein kleines Nebenprojekt starten und ein bisschen freizeitlich hier bauen, wenn ich denn mal Lust habe, und was hochstellen. Neben meinem derzeitigen Let's Plays von Fable 3 und Mass Effect 2 wird natürlich jetzt hier nicht jeden nur erdenklichen Tag irgendwie ein Minecraft-Video hochgeladen werden, wie bei anderen Let's Playern. Nein, ich will mir natürlich auch ein paar gute Ideen ausdenken, damit ich auch immer ein bisschen Zeugs habe, was ich euch denn anbieten kann. So, ja, Minecraft ist ja jetzt auf 1.8.1 hochgegangen. Ich habe mich seit dem letzten Patch nicht wirklich um Minecraft gekümmert, deshalb kenne ich den Patch eigentlich gar nicht, beziehungsweise so gut wie gar nicht. Ich hatte nämlich davor so eine kleine Aufnahme und die ist natürlich fehlgegangen, weil irgendwie der den Patch nicht richtig gedownloadet hat und ich durfte Minecraft dann ja nochmal ganz runterziehen, neu aufnehmen, etc. Und ja, war eine halbe Stunde für den Arsch und ja, deshalb nehme ich jetzt neu auf. Wie ihr seht, habe ich auch schon Welten gemacht. Allerdings sind die privat. Die Welt hier nenne ich Let's Play. Es soll Survival bleiben und Create, ja. Mal schauen, wo wir denn landen werden. Ich hoffe, in nicht so einer kargen Gegend wie vorher. Ja. Oh yeah. Ei. Gegen die Lags werde ich auch noch was machen müssen. Oh, hört doch auf zu grunzen, ey. Das tut ja in den Ohren weh. Oh Mann, mit einer FPS von 5 darf ich mich hier durchkloppen. Getting wood. Ja. Hüppa. Und nein, ich habe Minecraft nicht illegal. Ich habe es legal erworben. Und spiele es auch legal. Online und offline. Allerdings unter einem anderen Namen. Von daher. So. Komme ich da hoch? Nee. Och. Ja, haltet doch die Schnauze. Eieiei. Das ist ja so. Das dröhnt ja so derbe, wenn du es dann in der am Kopf hörst. Also mit dem Kopfhörer jetzt und dann kommt dann von der Seite auch noch, wenn du dann direkt neben so einer Kuh stehst, so Mö. Da kriegst du einen Knallschaden. So. Ja. Stellt sich nur noch die Frage, wo ich gleich hingehe. Ich sammle mir erstmal ein bisschen was zusammen und dann rauf auf Erkundungstour. Ah, mit einer FPS von 3 darf ich mich hier durchärgern. Halleluja. Ey, krass, was ist das denn bitte schön? Das ist ja geil. Boy, und der Sound ist viel zu laut. Moment. Ja. Auf 19. Und hier auch auf 19. So. Wo bin ich hier bitte? Ich könnte mir jetzt auch so eine schöne. Wie heißt, Inselhäuschen. Aber hier, das ist doch schon geil. Ey, ganz ehrlich. Also sowas habe ich echt noch nicht gehabt. So eine Schlucht, die so tief reingeht. Da will ich doch glatt hier in der Nähe bauen. Schon allein für die vielen Ressourcen, die da unten warten. Sie warten nur darauf, ausgebeutet zu werden. Und das ist jetzt nicht im weißen Sinne gemeint. Aber egal. Ach, das ist doch.
wieder mal so scheiße. Wieso müssen diese Bäume auch Meter hoch sein? Ja. Oh, damit würde ich aber was Schönes kaputt machen. Nein! Ey, diese Lex war. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder raus? So. Yeah. Mr. Chiller Man. Oh Mann, ey. Ihr könnt euch wie das nervt. Schwimm, mein Freund. Boah, ey, gegen diese Leckerei muss ich mal was unternehmen. Ey, wird schon wieder dunkel? Kann doch nicht sein. Option. So. Naja. Es bewegt sich in dem Rahmen. So. Das ist jetzt nicht schön. So, für alle die sich interessiert, mein Texture Pack ist von Misas. Eigentlich ist das eines der geilsten, wie ich finde, weil sieht ja alles gar nicht mehr so verpixelt aus. In Klammern nicht so verpixelt. Ach, ich kann mich nicht entscheiden, wo soll ich bauen? Ey, wieso? Das ist eine geile Höhle. Sorry mal. Oh yeah. Auch noch schön nah am Wasser. Boah, ich hab jetzt eigentlich Schiss, da reinzugehen. Aber meine Neugier packt mich da doch. Oh, verdammt. Nee, oder? Das sind doch Zombies. Oh nein. Hey, ein Schaf. Oh Mann, ey. Ich kill es irgendwann nochmal meine FPS. So, eine Wolle, fehlen noch zwei. Okay, wir können da oben hin. Ist zwar nicht gerade die schönste Gegend, aber es sieht doch schon mal recht geil aus da oben. Da oben ist auch ein Loch. Für den Anfang erstmal eine sichere Bleibe suchen. Oh Mann, ey. Ich sehe natürlich auch viel. Krass. Ich sehe noch nicht mal, wann der richtig zuschlägt. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme was besser. Ansonsten muss ich mir irgendwas einfach fallen lassen. Bitte jetzt sag mir nicht, dass da oben auch noch einer drin ist. Hier. 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 Ach, diese schön chillige Musik. Oh, ich dachte, hier wäre eine Höhle.
Oh mein Gott. So. So. Muss halt auch mal so was tun. Ach, wie manche. Mit E. Sehr umständlich. Wie ich finde. Aber. So. Für alle, die dies nicht kennen, das nennt man Craften. Craften ist was. Eine andere Ausdrucksform von Verarbeiten und was Neuem erschaffen. Was eigentlich. Müsste eigentlich jedem ein Begriff sein. Was ich damit meine. Wer damit immer noch nichts anfangen kann, für den ist jede Hoffnung gestorben. So, ja. Wo wollte ich mich jetzt reinbauen? Da oben sieht's doch schön aus. Ich baue mir hier erstmal so eine schöne Höhle. Und dann muss ich halt jedes Mal, muss ich da runterlatschen oder was? Nee, komm, weiße. Wenn hier keine Höhle ist, dann ohne mich. Ohne Höhle, ohne. So, vier. Uah. Uah. Ja, ist ja gut hier. So. Boah, das da hinten sieht schön aus. Ich glaube, das. Hier lässt sich gut was anfangen. Nee. Nein. Nein, 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 nein. Oh, wieso wird's so schnell dunkel? Und wieso vergesse ich immer meine Uhr zu stellen? Da. Da sind noch Schafe. Ja, die schnapp ich mir noch. Schafe, putt. Wo ist sie denn? Ah! Oh, sterb doch! Genau! Oh, ich sehe nix. Ah. Oh, verdammt, ich sehe nix. Ach, Manno. Wieso treffe ich dich nicht? Ah. Ah. Sogar EP hat es gegeben. Guau, Geronimo. Oh, jetzt schnell hier reingraben. Dann ein kleines Bett craften. Kleines Gut. Ein Monsterbett soll es ja sein. So, ich sehe nichts richtig. Die Nächte sind immer so dunkel in Minecraft. Vor allen Dingen, wenn man es bei helllichtem Tag spielt. So. Hiermit kann man doch was anfangen. Ich bin
bin zwar kein Freund davon. Aber hin und wieder. Aber warte, ich sollte mir vielleicht, bevor ich hier etwas Ungünstiges mache, sollte ich mir vielleicht ein paar Fackeln machen. Yep, man sollte auch alles nehmen. Schwupp. So. So, haben wir hier ein Holz, zwei und drei. Aber wir wollen ja keine Bodenplatten, wir wollen ein Bett. Und nicht nur eins soll es sein, würde ich jetzt sagen, aber es muss ja eins sein. So. Guten Morgen allesamt. Ja. Ja, das war jetzt sehr schlau von mir. So, wir haben die Nacht heil überstanden. Sogar halbwegs ohne Schaden. Wenn man mal diesen kleinen Zwischenfall mit dem, mit der Decke, den Decke, ja, davon absieht, brennt da. Oh, sind Zombies immer noch unterwegs? Ein Creeper. Oh, verdammt. Oh, es muss doch hier. Oh, Kürbis. Kürbisse. Ja, das ist geil. Da gehe ich hin. So, das finde ich doch schön. Und irgendwie muss ich mir auch noch was einfallen lassen wegen meiner FPS. Das geht so nicht. Ich meine, ich kann zwar so zocken, aber es macht sicher euch keinen Spaß, so zuzusehen und mir keinen Spaß, so zu zocken. So. Ja. Hier gibt es natürlich auch kein Holz. Aber hier sieht's echt geil aus. Boah, hör doch auf zu laggen. Holy shit. So. Ich glaube, ich bin hier in der Ödland gelandet. Klasse. Ein halber Baum ist verdorrt und der andere ist noch ganz. Seht ihr die mächtige Kohle der Macht? Sie zerhaut alles. Von Blätter bis zu Baumstümpfen. Und ja, jeglichen anderen Scheiß. So, wo könnte ich mich hier hinbauen? Erstmal nehme ich das Zuckerrohr mit. Das ist ein wichtiger Bestandteil zum Kochen. Und ich. Oh, bam. Ja, schlimmer wie die Lags, wenn ich Internetprops habe. Halleluja. Da sehe ich aber einen schönen Standort für ein Haus, oder? Halleluja. Jetzt komm doch. Na, toll. Weißt du? Da denke ich mal, ich habe einen schönen Standort gefunden und dann kommt sowas. Aber hier ist es echt schön. Nee, weiß ich. Ich ebne hier das Land ein bisschen ein und dann baue ich hier oben mein Haus. Boah, da habe ich auch schon so gleich so eine richtig geile Idee. Boah, ja. Mir kommen da gerade so richtig geile Ideen. Ja, und ich hoffe, es ist nicht runtergeplatscht. Nein. Es ist runtergefallen, aber nicht runtergeplatscht. So. Und das hier wird nur ein Provisorium sein. Das wird natürlich noch größer.
Nicht, dass ihr denkt hier, ich gebe mich mit so einem kleinen Landstrich hier zufrieden. Ne? Da stelle ich auch schon meine Erwartungen ein bisschen höher. Aber ob das Haus auch so wird wie in meinem Gurb, das kann ich natürlich nicht versprechen. Ihr wisst ja auch gar nicht, wie es aussieht. Von daher werde ich es auch nicht sagen. Blablabla. Ja. Wee. So. Okay. Der Rohbau steht zumindest schon mal. So. Nein. Ach, wo habe ich denn jetzt. Ach ja, man muss ja. Wieso drücken? Muss man jetzt E drücken fürs Inventar? Vorher war das doch 4. Ach, das ist was. Nee, komm. Komm, ärgere dich nicht. Mensch, 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 Mensch. So, wo stelle ich sie denn hin? Hier hin stelle ich sie erstmal. Und dann ziehe ich erstmal hier so ein. So eine. So, hier kommt die Tür hin. Wieso kriege ich hier in der letzten Zeit immer nur so trostlose Gegner? In meinem Let's Play bin ich in der Wüste gespawnt. Also, nicht hier jetzt, sondern davor, in der vorigen Aufnahme. Das war ja vielleicht was. Da habe ich mich die ganze Zeit nach irgendwie was Gutem umgesehen. Aber denkst du, du findest da was? Da suchst du dich ja. Dumm und dämlich, sage ich euch. Dumm und dämlich sucht man sich da. Und mir fällt gerade mal auf, hier gibt's kein Holz und ich brauche Holz. Mein Holzvorrat schwindet. In einem Maß, das mir nicht gefällt. Ach komm. FPS von 9, darf ich mich hier durchschlagen? Ah. Okay, die 9 war mir lieb, bitte. Komm schon. So. Und weil wir so sozial sind, so Farbe. Ja, genau. Ich baue meine Häuser, baue ich immer 4 Blöcke hoch. Warum? Ist gänzlich einfach, weil man da mehr Stauraum hat. So, Knochenmehl haben wir 3. Jetzt zeige ich euch einen Zaubertrick für denjenigen, der noch kein Minecraft kennt. Ich bin Gott. Ja. Was man da alles mit Knochenmehl erreichen kann. Zugegeben. Ist jetzt nicht, Weltbeste vom Besten, aber hey. Probiert das mal. Vor allen Dingen versucht man mit den Fäusten einen Baum zu fällen. Ohne, dass euch ihr euch die Hände brecht. Oder gar sonstiges. Und nein, Jahre zählen nicht. Gibt ja so Leute, die hauen irgendwie Jahre drauf. Könnte ich mir auch vorstellen. Solche Leute triffst du ja immer wieder. Von daher wundert mich das nicht. Ich drücke immer I. So. Ah, die Blume, damit kann ich roten Farbstoff herstellen. Wunder der Welt. Hui. So, lassen wir jetzt mal diesen Schabababa Quatsch. Ist doch alles sickes. So. Ach nein. Mir fällt gerade mal ein, ich hätte mir eine Axt craften können. Aber ich Idiot hab's nicht immer. War schon wieder mal eine sehr, sehr schlaue Aktion von mir. Jetzt darf ich hier, mit den Fäusten, darf ich wieder hartes Muskeltraining machen, darf ich hier Holz fällen. Beziehungsweise Holzblöcke. Bam. Tja.
Solche Fäuste, da hat selbst Klitschko keine Chance. Da kann er mit seiner Eisenfaust, kann er nicht mit anstinken gegen meine Holzfaust. Wollt's hier auch schön grün. Grün, grün als grün. Ich habe hier viel zu viel gelbe Farbe. Ja, aus Blumen kann man gelben Farbstoff gewinnen. Lehm. Ja, um den kümmere ich mich jetzt später. Die Sonne geht schon unter. Und ich habe immer noch nicht den Rohbau fertig. Aber, oder? Nee, komm, weißt was? Wieso? Nee. Ah, ist jetzt egal. Ja. Oh, ich drücke mal I, das gibt's. Ich muss das gleich mal umstellen. Das geht doch gar nicht, hä? So. Das geht mir nämlich tierisch gerade auf die Eier, dass ich da nicht mehr I drücken muss. Bei jedem Spiel, was ich kenne. Na gut, nicht bei jedem. Aber bei den meisten Spielen, die ich kenne, muss man I drücken fürs Inventory. Oder Inventar auf zu Deutsch. Und was kommt? Hier machen sie es eh. Inventory. Die haben sie dann immer alle. Ich glaube, die haben eine Bombe gehabt. Ja. Ah, jetzt wird es wieder dunkel und ich sehe natürlich wieder so viel. Fällt mir mal gerade auf. Ich muss gleich mal Fackeln wieder aufstellen. So. Hat sich mein Minecraft gerade verabschiedet? Ja, Moment.